Also, mein Freund, ja, ich zeig dir mal. Wieso kann ich da hier jetzt nichts machen? Ach. Vielleicht hat es geholfen an der Stelle. Aber die Sachen liegen hier rum. Ich glaube, das war einfach ein Event, was jetzt auch durchgelaufen ist. Kann das sein, wo man denen helfen sollte bei Dingen? Ist ja interessant. Na gut, komm, Udwein, wir machen was anderes. Aber ich will keine Dreckwäsche von denen machen. Ja, das will keiner. Ja, guck mal, das schmutzige Geschirr kannst du einfach zerdeppern. Oh, wenn Mutti wüsste, wie die hier ihr drecksiges Geschirr einsorgen, ne? Ja, allerdings. Ja. Da drin ist Schmutzwäsche. Was haben wir hier? Noch mehr dreckiges Geschirr. Okay. Noch mehr dreckiges Geschirr. Ich meine, es liegt halt jetzt immer noch hier rum. Schmutziger Nachttopf. Was machen wir denn damit? Oh Mann, komm mal, das ist doch kein Ding mehr. Gesegneter Joko, was soll aus uns werden? Oh, hat aber geholfen, Udwein, hat geholfen. Was können wir hier aufheben? Guck mal, da ist noch dreckige Kleidung. Vielleicht können wir die einfach anzünden. Diese Kleidung ist viel zu zerlumpt, um sie zu waschen. Dafür sieht sie allerdings ziemlich brennbar aus. okay, gut. ja. Ja, okay, so kann man natürlich aufräumen. Da ist noch Kleidung. Können wir auch anzünden. Ja, was machen wir da noch? Hier, einen schmutzigen Nachttopf nehmen wir. Schmeißen den immer mal weg. Udwein, du Stand. Nein. Das hast du dir nur eingebildet, Ranger. Achso, ja, ist okay. Komm hier. Haha. Ui. Und er ist mitten in der Luft kaputt gegangen. Geht auch. So, was haben wir denn hier Schönes? Berufszufriedenheit heißt, mehr zu Palava Jokos fortgesetztem Erfolg beizutragen als eure Kollegen. Faulenzer solltet ihr unbedingt melden. Entschuldigung, ich bin hier von der Aufsichtsbehörde und ich muss feststellen, der ganze Palast ist voller Faulenzer. Alle Edelleute, kannst du gleich alle über den gleichen Kamm scheren. Aber sobald er anfing zu jucken, hat sie aufgehört, sich über ihre Kopfschmerzen zu beschweren. Ich will gar nicht wissen, worum es da ging. Wie dreckig das hier echt ist. Die lassen das hier wunderbar verkommen, alle. Oh! Höhlenschreier. Oh. Ich schwöre, ich bin hier unten noch nie gewesen. Okay. Ja, da will ich aber gar nicht hin. Scheint irgendwie ein Lager zu sein, was dann in eine Höhle geht. So, und wer hat denn da gerade oben getönt? Habt ihr meine goldene Taschenuhr gesehen? Nein. Vielleicht haben die Gespielten sie bei ihrem letzten Überfall mitgehen lassen. Wie soll ich ohne sie nur meine Zeit einteilen? Heute Werte Morgen habe ich dann wirklich ihr meine eigenen Füße Tag massieren müssen. Nur damit Gedichte zu Ja, und dabei muss ich mich an Herrlich! Zugelassen, dass wir auf so ein Niveau sinken. Die hatten einen hohen Standard. Die wissen echt nicht, wie sie das hier alles so sauber und ordentlich halten sollen. Irgendwie ist das auch niedlich, ne? Genau, Udwein, du gehst jetzt mit gutem Beispiel voran. Mach einfach alles kaputt, dann machen die das auch. Bald haben die nichts mehr, um es dreckig zu machen. Ja, so ist halt. Oh, was haben wir denn hier für einen Eintopf? Der Eintopf sieht aus wie dreckiges Waschwasser und stinkt wie Dolljack. Nee, wirklich? Oh, vielleicht glatt. Oh, aber ich habe das Ding noch nie probiert. Oh Gott, wie eklig. Mit einem Häubchen gesehen. Und wenn...
zu Schande. Oh mein Gott. Jo, und jetzt? Was machen wir denn mit der Edelfrau? Wann wird man uns wohl endlich mal wieder ein richtig prächtiges Mahl vorsetzen? Das Leben war viel einfacher, als sich unsere erweckten Diener noch um die Zubereitung gekümmert haben. Okay. Na gut, was haben wir denn hier? Ach, hier läuft jetzt wieder ein Event. Die Geschmiedeten geben auf in. Aha. Ist das oben oder unten? Mann, 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 die sind ja hier ganz schön unterwegs. Ah, schaut mal. Schmutzigen Nachttopf. Den nehmen wir jetzt auch. Boah, hier laufen schon Maden rum und Ratten. Noch und nöcher. Also ich meine, das muss man sich mal vor Augen halten. Hui! Die Statue ist ruiniert. Seine Durchlaucht wird wütend sein, dass wir das zugelassen haben. Hm? Was denn? Wo? Was? Was und wo? Oh, da sind die Geschmiedete. Bis die fertig sind, ist hier nichts mehr übrig. Okay, okay. Eieiei. Wie und ich soll... Ja gut, aber Geschmiedete sollten wir so oder so ausrotten. Das ist schon richtig. Insofern ist es schon okay. Die versuchen hier die Statuen kaputt zu machen, ja? Komisch. Wundert mich jetzt gar nicht. Wobei, eigentlich wundert es mich schon. Ach, solche Macht. Ich weiß, dass König Thorn und Pallava Joko im Clinch lagen. Aber welchen Clinch, bitte, hat denn... Welchen Clinch hat denn jetzt bitte Balthasar mit Joko? Endlich ist unser Moment gekommen. Ja, ist er. In der Tat. Erfrischend. Okay. Noch 3,5 Minuten geht das Event. Haltet sie jetzt auf! Sie nehmt den Lager auseinander! Ach so, ja klar, stimmt. Balthasar hat Joko ins Totenreich verbannt. Ja, stimmt, 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 stimmt. Das endet. Ich brauche Energie. Oh, schade. Wobei da hinten ist einer, der hat sehr viel weniger. Oh, der auch. Niemals aufgeben. Erfrischend. Wer hilft denn hier? Ach. Stirb! Und du noch? Ha! Das Event ist gescheitert. Ich bin hier echt der Einzige, der hier rumrennt, hä? Nö, kann ich jetzt nicht mehr. Ich habe euch versucht, den scheiß Palast hier sauber zu halten. Und ihr macht nichts weiter als dumm aus der Wäsche gucken. Das war's dann schon. Ja. Ach, solche Macht. Was machen die jetzt? Rennen die dem jetzt gerade hinterher? Tatsächlich, die kicken den. So. Die elonischen Königshausangehörigen. So, wo ist denn das Herzchen da vorne? Da fliegen wir mal hin. Das ist ja wie ein Irrgarten hier. Oh. Heute Morgen habe ich dann wirklich meine eigenen Füße massieren müssen. Unglaublich. Na, die stehen Schlange, auch schön. Okay.
noch mehr Bittstelle-Abschaum, der mich durch diese Gitter anstarren will? Ich fühle mich weniger wie ein Prinz als wie ein Tier in der Menagerie des Gartens. Das könnte ich brauche eure Hilfe, Hoheit. Entfernt der diese Nachttopf nach passt Topf nicht durch in den Biester können sofort. Wir das Gitter nicht etwas öffnen? Nur ein klein wenig. Ihr habt den Schlüssel weggeworfen, Hoheit. Reine Sicherheitsmaßnahme. Und die Geschmiedeten haben uns noch nicht erreicht. Also, wobei kann ich euch behilflich sein? Wow. Wow. Ihr wollt wissen, was ihr eurem Prinzen großen Dienst erwiesen habt. Der Gestank toten Ungeziefers ist eine deutliche Verbesserung zu dem Gestank randvoller Nachttöpfe und schimmelnder Essensreste. Ich danke euch, Bürgerlicher. Lass lieber, Odwin. Begräbnisweihrauch kombiniert in der mystischen Schmiede eine Gabe der Wüste, eine Gabe des Reiters, eine Blutsteinscherbe und 250 Mal Begräbnisweihrauch, um die Gabe der Wüstenbeherrschung herzustellen. Okay. Na, dafür muss man eine ganze Menge kaufen. Entfernt diese nach Eintopf dürstenden Biester sofort. Gott. Mini-erweckter Okkultist. Ja, toll. Was haben wir? Eine Kosmetikpalette. Ein Sammelgegenstand, den habe ich aber noch nicht, oder? Kaufen wir mal. Ha! Waschung der Stirn. Kiste mit königlicher Begräbniskopfbedeckung. Ach, was? Wie geil. Antike Haarnadel. Zu Kauf bei Bürgermeister Kabir in der Schicksalsschlucht. Ui, okay. Wow. Geheimdienstbericht Pallava Joko. Okay, und Unterstützungsbekundung Vigin-Palast. Sammelgegenstand. Doppelklicken, um eine mittelgroße Menge Handelsverräte zu halten. Habe ich auch noch nicht gehabt. Was et nicht alles gibt. So. So, das Teil kann ich jetzt eigentlich verwenden, ne? Zack. Und Unterstützungsbekundung. Hisst das Banner Ehrenbezeigung gegenüber Pallava Joko. Okay. Tadam. Ach, ich sollte wirklich bei jedem Herzchen vorbeigehen. Das ist ja schrecklich. Ah, bin ich auf den vorherigen Karten bei jedem Herzchen gewesen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja, naja. Gut. Gehen wir nach oben, folgen wir weiter der Spur unseres grünen Wirbelsturms. Jetzt könnte ich hier wieder mal was zeigen, hier an diesem vernachlässigten Baum. Ach ja, Odwin. Aber hey, du bist ein besserer Lehrer, als ich das vermutet hätte. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, erweckten Leichen. Ach Gott. Ach Gott, was ist denn mit dir passiert? Kollege, kann ich was für dich tun? Du siehst nicht mehr so gut aus. Als die Geschmiedeten zum ersten Mal auftauchten, fielen ihnen viele Diener zum Opfer. Wir waren nicht auf sie vorbereitet. Ich habe Angst um den Palast. Ich möchte helfen. Ja, ich glaube, du hilfst jetzt erstmal dir selber. Wie kann ich helfen? Holt Erbstücke von den gefallenen Erweckten zurück. Bringt sie mir, damit ich sie den Familien zurückgeben kann, denen sie gehören. Und was mit den Geschmiedeten? Ja, die Geschmiedeten sind ein Problem. Sie stehlen unsere Ressourcen. Tötet sie. Erbeutet so viel unraffiniertes Erz, wie ihr könnt, und legt es in die Minenwagen. Sie dürfen es nicht besitzen. Nö, verstanden. Ehrlich, jetzt helfe ich hier Untoten? Ist ja unglaublich. Oh. Ausgrabungsstätte. Da, dann gucken wir doch mal. Ich habe gesehen, hier liegt eine Leiche. So. Okay, dann liegt hier oben noch eine Leiche. So. Okay. Dann haben wir hier unraffiniertes Erz und was Geschmiedetes. Die Frage ist nur, ob hier so eine
so ein Schleicher was von diesem Erz haben kann? Ich glaube eher nicht, ne? Vielleicht geht's eher darum, wenn die es unraffinierte... Ach, guck mal da. Das unraffinierte Erz. Unraffiniert. Echt unraffiniert, wa? So, was machen wir denn jetzt? Wie kriege ich das denn jetzt in diesen Minenwagen? Ach so, der steht hier. Kann ich das reinschmeißen? Das hat schon ausgereicht. Ja, geil. Mal gucken, ob man von da ganz weit hinten aus werfen kann. Ja, das habt ihr euch so gedacht, ne? So. Ah, so weit kann ich nicht werfen. Nee, so weit kann ich nicht werfen. Oh, hier ist noch mehr unraffiniertes Erz. So geht's. Ha! Ach, die Geschmiedeten zu töten bringt halt einfach auch was. Ja gut, dann. Fress das. Die stehen Schlange für mich. Guckt. Komm, du auch noch. Ja, sehr schön. Und noch mehr unraffiniertes Erz. Oh, das geht nicht. Bisschen näher kommen. Hui! Wie schön. So, da war noch welches. Liegt ja ganz toll hier in der Ecke. Und ich habe gesehen, hier unten war auch noch was. Da! Ich muss hier wohl nicht so nah dran. Eigentlich würde ich ganz gerne noch ein paar von den von diesen Familienerbstücken nehmen. Und das ist irgendwie so traurig, dass die Familien jetzt nicht wissen, dass ihre Toten jetzt richtig tot sind. Okay. Ihre untoten Familienmitglieder. Ihre professionell untoten Familienmitglieder. Niemals wiederkommen werden. Oh wei, okay. Oh, das ist jetzt eine große Gruppe. Uiuiuiui. Ich komme hier nicht... Verdammt, ich stand zu doof in der Ecke. Fürchte ich, das war nicht so gut. Oh nein, Utwein! Schade, so schade. Ah, aber okay, gut. Ist nicht so weit weg, die Wegmarke ist nicht so weit weg. Hat aber wehgetan. Ja, das glaube ich dir. Das ist ja auch nicht schön. Wenn ihr meint, ihr könntet uns helfen, wären wir euch dankbar. Ich finde es vor allen Dingen nicht schön, hier an den Geschmiedeten zu sterben. So. Erbstücke! Wir helfen doch gerne, ne? Gut. Wir sind gar nicht mehr weit weg von unserem grünen Wirbel. Ich würde sagen, wir bewegen uns da jetzt mal ganz straight hin. Und gucken mal, was wir da zu tun haben. Au! Was soll das denn hier? Wer war das denn hier? Ah, wobei, wisst ihr was? Oh. Doch, doch. Wir gehen da jetzt direkt hin. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich würde gern aufsteigen, aber anscheinend bin ich immer noch im Kampfe. Jenuas Lauf entdeckt. Mhm. Oh, Toya, aber der sieht nicht so freundlich aus. Nö. Neue Aussichten. Ja, neue Aussichten. Wir wollen hier hin, Utwein. Zur Gießerei.
Oh, da seid ihr ja wieder. Hallo! Kommandeur, jetzt da ihr hier seid, kann ich uns wieder in Mondsicheln verwandeln. Hurra! Konnte jemand etwas Nützliches über den Truppmarschall in Erfahrung bringen? Der Orden der Schatten sagt, die Geschmiedeten hätten seine Ausbildungseinrichtung hier schon mehrfach angegriffen. Truppmarschall Ogun und die Geschmiedeten schätzen sich also nicht sehr. Wenn wir die Sache Ogun als Rache gegen Balthasar verkaufen, macht er vielleicht mit. Wenn wir ihn davon überzeugen können, dass der Archon jemand ist, der das hinbekommt. Tja, da brauchen wir wohl gute Argumente. Begeben wir uns erstmal zum Lager. Das ist wohl da oben. Ich wäre auch so gern so ein Erweckter. Aber okay. Archon, willkommen. Eure Gegenwart ehrt uns. Ich bringe Befehle direkt von seiner überaus hartnäckigen Hoheit König Pallava Joko und nur für die Ohren des Truppmarschalls. Jawohl, Herr. Folgt mir. Immerhin nur ein Truppmarschall. Oh, ein Truppmarschall. Beim letzten Mal hießen die Fellmarschall. Archon, seid gegrüßt. Wurmbändigerin Ecolo erwähnte schon, ihr kämt vielleicht vorbei. Dann wisst ihr auch, dass König Joko mich beauftragt hat, seine Armeen zusammenzurufen und gegen Balthasar zu führen. Und ich kann mir nichts Ehrenvolleres vorstellen, als dem berühmten Archon in den Kampf zu folgen. Leider haben die Geschmiedeten eine gigantische Gießerei in der Nähe und ein Portal, über das der Nachschub für ihre Reihen läuft. Wenn ich jetzt gehen sollte, würde niemand mehr im Auge behalten, was an Soldaten und Vorräten hinein- und herausgebracht wird. Warum habt ihr die Gießerei nicht einfach angegriffen und das Portal zerstört? Das hier ist ein Ausbildungslager. Für den Angriff auf ein so großes Ziel fehlt es mir an erfahrenen Soldaten. Wenn ich eure Arbeit für euch erledige, indem ich das Portal finde und zerstöre, hättet ihr keinen Grund mehr, mir nicht in den Kampf zu folgen. Archon, wenn ihr das mit diesen Rekruten schafft, würde ich euch in die Unterwelt und wieder zurückfolgen. Vielleicht nächstes Mal. Schaut diesmal einfach zu, wie die Mondsicheln das hinkriegen. Und dann fangt an, eure Sachen für Kodash zu packen. Ich konnte diesen Rekruten bisher nur die grundlegendsten Kampfbefehle beibringen. Die Geschmiedeten haben viele meiner Rekruten entführt. Wenn ihr drin welche seht, holt sie bitte heraus. Ich brauche jeden, den ich kriegen kann. Ich schlage vor, ihr seht aus der Sicherheit eures Lagers zu und lernt. Vielleicht macht euch eine Horde leerer Rüstungen dann das nächste Mal nicht so viel Angst. Oha. Utwein schlägt immer unter die Gürtellinie. Dabei regt sich bei dem da gar nichts mehr. Okay, Truppmarschall Olori. Ja, dann wollen wir doch mal so ein paar zum Teufel. Schön, schön, schön. Wir haben jetzt hier einen Banner. Wir können zu unseren persönlichen Fertigkeiten wechseln, wenn wir das wollen. Oder wir bleiben weiterhin Befehlshaber dieser Erweckten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es natürlich ein bisschen gruselig und auch nicht in Ordnung, dass die Toten wieder erwecken, um dann den Lebenden zu dienen. Weil sie halt einfach keine Ruhe finden und eigentlich verdienen sie das. Und andererseits ist es dann aber auch total dramatisch, dass die Erweckten, die ja irgendwann mal gelebt haben und irgendwann mal Bürger dieser wabischen Gesellschaft gewesen sind, jetzt so völlig ausgenutzt werden. Also es ist total schwierig. So, was haben wir hier? Nahkampfangriff. Befehlt einer Mumie herbeizustürmen und das Ziel anzugreifen. Mittlerer Schaden. Halten, um mehrere Mumien zu schicken. Befehlt einer Mumie aus der Entfernung anzugreifen. Leichter Schaden. Verlangsamt. Halten, um mehrere Mumien zu schicken. Befehlt einer Mumie, eine Position zu beziehen und die Aufmerksamkeit des Gegners auf sich zu lenken. Und zu mir! Die da zum Beispiel. Und die da zum Beispiel. Yo! Und wenn, das haben wir ja gerade eigentlich alles gelernt, ne? Lol. Mädels, ich hab Verstärkung.
Nein, ich muss das schaffen, was Ogu nicht gelungen ist mit diesen Rekruten. Yay. Und wenn du musst es alleine tun. Na toll. Können wir es gleich mal probieren da. Alle den da angreifen. Ja, wunderschön. Wunderschön. Oh, da ist noch einer. Hier, alle im Fernkampf. Okay, dann geht halt drauf. Nam, 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 nam. Okay. Mumienköder ist auch schön. Komm, wir versuchen das mal. Eine Mumie hier hin. Und jetzt alle Mumien den angreifen. Cool, der weiß jetzt nicht, wen er angreifen soll. Er greift jetzt die ganze Zeit diese Mumie an und die anderen schießen drauf. Schön. Komm, gib mal alle in den Nahkampf da. Sehr gut. Okay, bis auf einen. Ach, da ist noch was. Wunderschön. Okay, weiter geht's. Der Utwein muss jetzt echt gar nichts machen. Ihr könnt nicht entkommen. Haben wir hier noch irgendwo ein paar Ersatzmumien? Nö. Jetzt alle auf den. Ah, da vorne sind welche. Das Portal muss da hindurch sein. Toll. Ganz toll. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal noch ein bisschen Verstärkung. Hallo Jungs und wieder zwei mehr. Es ist so herrlich. So, alles schön das Tor angreifen. So, man sieht auch noch, ich habe hier noch zwei Erfolge. Schalte 10 Geschmiedete mit einer einzigen Mumienbombe aus und schließt das Portal, ohne ein einziges Mal zu euren persönlichen Fertigkeiten zu wechseln. Ja, Udwein, hast du gehört? Wechsel bloß nicht zu deinen persönlichen Fähigkeiten. Die Sache ist die, ich glaube, man kann das hier ganz gut abkürzen eigentlich, ne? Wenn man hier, glaube ich, jetzt rechts geht, oder? Oh, wir machen keinen Schaden an dem. Das geht nur im Fernkampf bei dem. Sehr schön. Okay, oh, ich habe... Oh nein, ich bin beim Herzchen nicht gewesen. Das müssen wir später noch machen. Dung, 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 dung. So, dann geht halt im Nahkampf mit dem. So, und jetzt mit dem im Fernkampf. Wunderbar.